Hi zusammen, heute zeige ich euch, wie man solch ein T-Shirt näht. Dazu benötigt ihr zwei verschiedene Jersey-Stoffe und eine Vorlage. Ich nehme hier ein Pullover. Als erstes nehmt ihr euch den Hauptstoff, legt diesen rechts auf rechts übereinander, doppellagig, faltet wie folgt, somit ist er vierlagig. Dann nehmt ihr euch eure Vorlage, faltet auch diese wie folgt einmal und legt diesen nun auf den Stoff drauf. Schön Kante auf Kante, dort wo die Falte ist, beziehungsweise auf dem Umbruch. Nehmt ihr euch einen Stift und markiert ca. 1 bis 2 cm, je nachdem wie viel Nahtzugabe ihr so braucht. Markiert euch erst den Kragen, dann die Schulter und geht dann unten unter dem Ärmel weiter. Ich mache hier ein bisschen länger, ca. 2 cm. Für den Ärmel macht ihr eine leichte Rundung. Dann schneidet ihr euch das Ganze aus. Auseinandergeklappt sieht das Ganze dann so aus. Dann nehmt ihr euch eine Stofflage runter, nehmt euch die Seite, die vorne sein soll, faltet diese noch einmal und vergrößert den Kragen. Da könnt ihr ruhig 4 bis 5 oder sogar 6 cm mehr nehmen und dann hoch zur Kante von der Schulter. Dann legt ihr den Stoff wieder übereinander. Und als erstes nähen wir nun die Schultern zusammen. Dies macht ihr am besten mit einem dehnbaren Stich. Ich nehme dafür den einfachen Zickzackstich. Nicht vergessen, am Ende und am Anfang einer Naht immer vor und zurück, damit sich die Naht nicht öffnet. Dann könnt ihr das Ganze auseinandernehmen, das sieht dann so aus. Und nun nehmt ihr euch ein Maßband und messt euch die Öffnung des Ärmels. Dann nehmt ihr euch den Stoff, den ihr als Ärmel nehmen wollt, dieselbe Länge, wie ihr ausgemessen habt. Und in der Höhe, je nachdem, wie lang ihr die Ärmel haben möchtet. Dann legt ihr euch das wie folgt neben euer T-Shirt mit der Öffnung nach unten und markiert euch von unten die Mitte nach oben hin zur Kante. Schneidet diese Ecke ab. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Die untere Seite ist dann quasi einfach kürzer als die obere. Dann nehmt ihr den Stoff auseinander, nehmt euch den ersten Ärmel, rechts auf rechts mit der Spitze legt ihr nun den Stoff an das T-Shirt dran und fixiert euch diese am besten mit Nadeln oder mit Stoffklammern. Die Stoffklammern linke ich euch auch noch einmal in der Infobox. Und auch hier einmal zusammennähen mit einem dehnbaren Stich. Fertig sieht das Ganze dann so aus. Und dasselbe macht ihr dann natürlich noch auf der anderen Seite mit dem anderen Ärmel. Und das ist dann das Ergebnis. Dann legt ihr wieder das Shirt rechts auf rechts übereinander und näht nun die Außenseiten zusammen, inklusive Ärmel.
auch hier wieder mit einem dehnbaren Stich. So sieht das Ganze dann aus. Dann krempeln wir das ganze Shirt einmal um und man kann schon ein fast fertiges Shirt erkennen. Nun messen wir uns den Ausschnitt aus, einmal kreisrund. Und nehmen uns dann den Ausschnitt mal 0,8 und wenn ihr Bündchenstoff nimmt, mal 0,7. Da ich Jersey nehme, aber 0,8. In der Höhe nehme ich ca. 7 cm. Das Ganze klappt ihr einmal zusammen und die offene Seite wird nun zusammengenäht. Dann klappen wir das Ganze einmal Naht auf Naht zusammen, schlagen das Ganze einmal um, sodass die Naht innen verschwindet. Nehmen uns nun die Rückseite von dem Shirt und legen die Naht hinten dran. Und das Ganze machen wir nun an dem Kragen dran. Hier müssen wir nun den Kragen immer etwas ziehen, weil dieser ja nun kleiner ist wie die Öffnung des Shirts. Immer schön Kante auf Kante bleiben. Und das Ganze sieht dann so aus. Jetzt machen wir dasselbe mit den Ärmeln. Auch hier in der Länge nehme ich einmal die ausgemessene Größe mal 0,8 und in der Höhe 7 cm. Die Öffnung wird wieder zusammengenäht. Nun kremple ich das Ganze einmal über den Ärmel drüber, mit der Naht nach unten. Leg schön Naht auf Naht. So sieht das dann aus. Und auch hier einmal rundum zusammennähen. Das Bündchen immer ziehen, den Ärmel allerdings selber nicht. Ich hoffe, es ist verständlich erklärt und kann man einigermaßen gut erkennen. Die andere Seite natürlich genauso und dann ist das Shirt auch schon fast fertig. Jetzt schlage ich das Shirt aber nochmal um und dann klappe ich die Unterseite einmal wie folgt um, ca. 1 cm. Fixiere das Ganze rundum mit Stoffklammern und das Ganze mache ich dann nochmal, also jeweils 1 cm und nochmal 1 cm umklappen. Und nun mache ich mit einem Zierstich, da müsst ihr mal auf eurer Maschine gucken, ihr habt sicherlich auch einen, einmal rundum fest. So, dann können wir das T-Shirt umkrempeln. So sieht der Zierstich bei mir aus. Und dann ist es auch schon fertig. Meiner Tochter passt es auch super und gefällt ihr auch sehr. Ich hoffe, die Anleitung hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher Nähanleitungen sehen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen.